Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vögelchen des Game Show Marathons. Wir sind bei einer weiteren TV-Sensation. Eines Phänomens, das wir uns beide nicht entbehren können. An meiner Seite der großartige MS Standard. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wollten wir nicht immer schon mal von Dieter Bohlen bewertet werden? Ich glaub ja nicht. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir das spielen. Ich auch nicht. Ich will in den Recall. So, Auflösung können wir ändern. Können wir die ändern? Auf dem Gameboy? Hoch! Sia, was kostet die Welt hier? Oh, ich habe noch kein Outfit freigespielt. Oh nein. Haben wir noch was zu tun. So, ja. Dann wollen wir mal. So, wir machen natürlich den Wettbewerb. Ich glaube, wenn ich das nur richtig weiß, genau, wir machen natürlich jetzt eine Ische, ne? Ja, klar. Ist klar. So, wollen wir mal gucken, was ist denn so? Ja, komm, keine Kopfbedeckung. Unsinn. Natürlich langhaarig. Lange blonde Haare, würde ich sagen, das ist schon ganz gut, ja. Genau. Muss ja. Obwohl, der Dieter, der steht ja eher so auf den dunklen Typ, ne? Meinst du, wir sollen, Ja, gibt es vielleicht Bonuspunkte. Haben wir aber nicht hier. Ne, komm, dann machen wir so quotenblond. So, Hautfarbe, ja, Emu-Weiß natürlich. Nein. Komm. Ja, komm, das ist der. Also einen gesunden Tans. Meinst du, das ist so die Ballermann-Bräune, die mag er ja? Die kennt er ja? Ja, man muss ja mit allen Psychotricks spielen. So, Garderobe. Das ist schon besser. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Also möglichst wenig, bitte. Das ist noch bitchiger. Da. Ja. Das ist doch ziemlich bitchig, oder? Was ist das denn hier so? Shiner, also, hast du nicht gesehen? Was? Ach komm, sollen wir hier den Britney Spears Gedächtnis-Outfit? Ja, finde ich in Ordnung. Können wir das jetzt noch variieren? Wenn sie sich gleich mal umdreht. So, also weiß ist langweilig. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Ist dann mit so Zeichen drauf? Na komm, was haben wir denn da? Ja komm, dann lassen wir es weiß. Komm, wir kriegen ja gleich sowieso noch Klamotten. So, was machen wir denn als ersten Song? Oh, I Will Survive ist natürlich schon ein Hammer-Song, ne? Ja, ist auch, glaube ich, nicht so für die Leute, die gern Dieter gucken. So, hier, Whitney Houston, Gedächtnis. Ja, gut, ich glaube, also, Twist and Shout kennt von Modern Talking auswählen können, dann das. Ja, das würde ich sofort machen. Sherry, Sherry, Lady, listen to emotion. Bist du bereit? Ja, natürlich. Frag lieber die Zuschauer, ob die bereit sind. Viel Glück für dein erstes Casting. Versuch einfach, die Nerven zu behalten. Dann schaffst du hoffentlich in die nächste Runde. Ja, natürlich. Wer sonst? Wenn nicht wir. Wenn nicht wir, wer sonst? So, also ihr seht, das ist das typische B-Mania, da habe ich schon gleich Mist gebaut, da hätte ich schon die Reihe ziehen müssen. Aber gut, wir sind ja lernwillig. Na, das war nicht so gut. Das ist, was lustig ist, wenn ihr also wirklich hört, dass ich jetzt irgendwas falsch drücke, dann zieht die auch die Sache seltsam durch. Dann hört sich das doch wirklich schräg an. Gut, jetzt kann man sagen, für die Show reicht das immer noch, aber da ist ja, glaube ich, die Bedingung, man muss nicht singen können. Muss noch gut aussehen. So, das sieht gut aus. So. Der Stern ist, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, Star Power oder so. Es wird gleich, das seht ihr gleich, das ist mein Lieblingsgag, natürlich auch das Outfit bewertet. Also. Ja, deswegen... Oh Mann. Komm, wir sehen erstmal die Unschuld vom Land, das kann man aufbauen. Das geht in weiteren Shows super. Ja, wir sehen ganz unschuldig aus in dem Interesse. Wow, so. Fantastisch. Spitzenperformen. Hat mich echt überrascht. Sehr gut. Ja, geil, ne? Ich zuerst. Ich hoffe, den Zuschauern hat so gut gefallen wie mir. Super, Dieter. Besser geht's nicht. Und ich kann dir sagen, sowas hört man nicht oft von mir. War das in der ersten Staffel? Das war der Bug von 1 Live, ne, der da saß, ne? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ah, Grüße hier. Ich glaube, du bist jetzt beim WDR. Grüße. Weil es soll ja wahrscheinlich angelehnt sein an damals.
Weil ja, also ist dann, ja, dann ist der Dieter jetzt ja in der Mitte, oder wie? Ja, ja, genau. Also es ist ja nicht angelegt an den, das hört man ja an den Amis oder an den Briten, weil hier der, der, der britische Dieter, der auch in jeder, mittlerweile in jedem schlechten Film dabei ist, der sieht ja auch ein bisschen anders aus. Das Wettbewerbsniveau ist hoch. Oh, haben wir was Neues. Nee, haben wir nicht. Ja, auch die gleichen Klamotten, Sachen. Nun sollten wir jetzt vielleicht was anderes anziehen. Ist das dann taktisch gut, oder? Ich hab, ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drauf geachtet, aber wir können es ja mal tun. Was sollen wir denn mal für den Recall tun? Ja, wenn ich jetzt natürlich wüsste, was wir singen, ne? Dann könnte ich das passend abstimmen mit dir. Komm, dann machen wir mal ober total unpassend. Ja, genau. Ja, so ein Blümchenkleid, das ist natürlich super. Na gut, das sparen wir uns mal dann. Escape oder Evergreen? Escape ist das von Robin Williams? Sonst wird mir jetzt kein anderes Escape einfallen. Ist egal. Wem will verhunzen, ist mir wurscht. Auf jeden Fall sind wir schon mal auf jeden Fall auf irgendeiner Bühne. Ja, das ist jetzt der Recall, oder? Nee, das ist, ach, wie heißt nochmal hier, der junge Iglesias ist das, ne? Ja, ja, das ist der Scheiß vom jungen Iglesias. Aha. Ja, brauchst du auch nicht. Hast du nichts verpasst? Ist das nicht das Video mit Anna Konikova? Ich glaube, ja. Also ihr merkt, mein musikalisches Fachwissen ist total beeindruckend. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du sowas weißt. Ja, ja, aber das ist hier von dem, soll ich sagen, den untalentierten Iglesias? Oh, ja, doch, so langsam erkenne ich das Lied, ja, ja. Das macht die Sache nicht besser, ne? Ja, ich singe so, wie Anna Konikova Tennis spielt, glaube ich. Aber das reicht ja für den. Aber das reicht ja für den Recall. Super gemacht, wirklich toll. Geil, ne? Du hast deine Performance prima geliefert und das wird schon was heißen in diesem Stadium. Ich wünsche dir alles Gute. Perfekt präsentiert, gut gesungen, gutes Timing. Gut möglich, dass dich das Voting unter die letzten 10 bringt. Ach, wir sind schon in den Top 10? Hier, da ist übrigens hier Erscheinungsbildstil, ne? Sind wir immer Käse. Ja, immer, ja, mittelmäßig, ne? Also, Mauerblümchen. Das war eine tolle Performance. Ja, komm. Ich bin total stolz auf mich. Ja, weiter, 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 weiter. So. Kommt jetzt die erste Motto-Show. Muss ja, ne? Also, auf jeden Fall, ich krieg immer noch keine neuen Klamotten. Komm. Back to basic. Komm, so ein Kussmund oder was das da sein will, oder ein Stoppschild. Ja, so ein einfach Verbotenschild, glaube ich. Also, don't touch me, baby. Das passt doch. Das passt doch. Natürlich mit a moment like this. Natürlich. Natürlich. Ah. Das ist auch geil, dass man schon was drücken muss, obwohl da noch gar nicht gesungen wird. Okay, der war voll verzogen. Ah, du singst so geil. Obwohl, jetzt mal ganz ehrlich, für das aktuelle Radio reicht's ja, ne? Also. Soll ich mich eigentlich noch weiter in der Musikindustrie unbeliebt machen? Ich glaube, ja. Also, ich bin vollkommen begeistert über dein Wissen, über dein Talent, wie du dich bewegst. Ja, das sind Talente, die braucht die Welt. Hör mal. Ah. Nein! Oh, ist das krumm. Aber du siehst trotzdem Star Power, also. Deswegen vollkommen egal. Jetzt singt sie, hat aber das Mikro nicht mehr im Mund. Mann, Mann, Mann. Was für ein Amateur. Ja, das ist. Die Show ist echt übrigens. Wir haben wahrscheinlich auch einen Schwippschwager, der irgendwo im alten Kosovo-Krieg sein Bein verloren hat. Kannst du heute stolz sein auf dich? Ja, super, mir nicht. Volle Punkte für Enthusiasmus. War stets bemüht, oder was? Ja, also man könnte meinen, du hast sowas schon öfter gemacht. Das war wirklich sehr gut. Ja, irgendwie schon zum dritten Mal, glaube ich. Aber es ist ja nur 78%. Wir können anziehen, was wir wollen. Ich hoffe ja mal, dass wir dementsprechend hier mal auch jetzt mal andere Klamotten kriegen, weil wenn er, ne? Oh, da sind sie. Ja, es sind die letzten 10. Was ist das denn?
Performance des Kandidaten. Okay. Kann ich mir angucken? Kannst du jetzt angucken? Nein, bin ich bescheuert? Achso, ich kann mir das theoretisch... Ne. Achso, dann steht aber darunter, wie viel Prozent die erreicht haben. Achso, dann müssen wir direkt wissen, wie viel wir erreichen müssen. Ja, ja, aber... Also das ist jetzt so, als würden wir uns jetzt die komplette Show angucken. Genau, aber natürlich, wir sind so cool, wir brauchen ja nicht. Ey, so, komm. Also, zieh uns jetzt mal... Zieh am besten gar nichts an. So, komm. Erste Motto-Show. Machen wir jetzt hier... Weiß nicht. Also wenn wir hier irgendwo aus Expendables oder so... Genie on a... Möchtest du Genie in a Bottle oder Living La Vida Loca? Mehr, ist das eigentlich immer die gleiche Auswahl jetzt von der Reihenfolge her? Das weiß ich echt nicht mehr. Komm, wie Christina passt doch, ne? Ja, auf jeden Fall. Komm, unsere Christina Aguilera aus Gelsenkirchen-Buhe. Oh, kannst du das großartig. Meine Fresse. Gut, Baby, gut. Baby. Es ist so schlimm. Oh Gott. Das ist ein Verbrechen an der Musik. Ich meine, gut, es ist natürlich beeindruckend für einen GBA-Titel, ohne Frage, aber... Definitiv. Ich glaube, selbst die PlayStation 2-Fassung, glaube ich, ist nicht wesentlich besser. So. Ja. Zack. Und... Wir haben's. So, komm. Die letzten 9. Das dürfte doch reichen. Material für die Top 10, finde ich. Performance war super. Ja, ich würde mal sagen, 8 oder 9 von 10 Punkten. Also in meinen Top 10 bist du auf jeden Fall. Ja, immerhin. Besser geht's nicht. Und ich kann dir sagen, sowas hört man nicht oft von mir. Das ist nur beim letzten Mal schon gesagt. Achtung! Erscheinungsbild! Weiß ich. Ich hab dir doch gesagt, wasch dir vorher die Haare. Also, ganz schlampen geht bei der Show auch nicht. Ja, guck mal. Ja. Oh! 10%. Hab ich 10%. Sind wir eigentlich die Champs? Ja, ne? Ja, Rot hier ist 80. 10, na, der Witz. Was hat er denn gemacht? Die Bühne gekotzt? Modern Talking gesungen. So, hab immer noch nicht mehr. So, auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal ein anderes Klamöttchen. Sollen wir mal hier die. Das rote Kleid, das ist mal richtig geil. Komm, wir machen mal Amazonen-Barbie. Ja, okay. Mal gucken, dann suchen wir uns jetzt auch einen passenden Song an. Natürlich! Bye Bye ist das von NSYNC? Das könnte sein, ja. Aber wir machen natürlich hier, komm. Ja, natürlich. Also. Britney! Wenn wir schon die Klamotten tragen, ne? Ah, ist das schlecht. Hätten wir uns dafür nicht noch die Haare abrasieren müssen? Ist egal, was tun wir nie alles für den Ruhm? Mein Gott, da muss man durch. Yeah. Komm, konzentrier dich, sonst fliegen wir aus. Ach komm, so geht das schon. Du kannst doch sonst nichts in deinem Leben. Außer nach RTL gehen. Was hast du denn das ganze Leben gemacht? Ja, ich hab hier gefilmt und So, das kriegen wir noch hin. Britney macht uns stolz. Ich könnte jetzt noch wieder einen guten Gag machen. Ich glaube, die singt so wie Britney heute wirklich. Die bewegt sich auch so wie die heutige Britney. So. Ah, das war gut. Ja, da kannst du dich ruhig mal freuen. Ne? Wow, fantastisch. Ja? Performen. Sag toll. Ich bin echt überrascht. Ich auch. Ich zuerst. Ich hoffe, den Zuschauern hat so gut gefallen wie mir. Super Performen. Besser geht's nicht. Und ich kann dir sagen, sowas hört man von mir nie auf. Achtung! Yeah! Stil! Super, super.
Also bleiben wir so. Wir ziehen nie wieder was anderes an. Total realistisch. So, du bist durch. So, wo sind wir? Die letzten 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Das sind doch keine 8. Ne, sind 6. Oh. Ist aber eine kurze Show. So. Wir waren. Besser? Die Beste, ne? Die Beste. Ja, die Beste waren wir. Aber du weißt doch, ne? Wie heißt das bei Heidi immer? Ne? Nicht stagnieren, immer verbessern. Ach, jetzt lässt das wirklich an, ja? Ja, natürlich. Ja? Wieder? Ja, dann bleiben wir bei Britney, natürlich. Wir bleiben jetzt auf dieser Britney-Schiene. Ja, genau, wir spielen die Rolle. Natürlich. Ja. Das ist so geil. Mal gucken, ob wir vielleicht auch irgendwas mal singen müssen, was auch wirklich mal ist wie ein Song. Aber wahrscheinlich nicht. Das stimmt ja bei uns sogar. Es ist ja sozusagen fast das Lebensmotto dieses Games hier. Das ist aber souverän. Sehr gut gehalten, den hohen Ton. Dazu das passende Schlampen-Outfit. Ja, vom letzten Mal. Also wenn wir hier nicht abräumen. Wow, fantastisch. Hast du auch schon gesagt. Hast mich echt überrascht. Sehr gut. Ich zuerst. Okay. Ich hoffe, den Zuschauern hat so gut gefallen wie mir. Super Performance. Ja, Dieter. Also, mich hast du voll auf deiner Seite. Das war eine Spitzen-Performance. Yes. Gratuliere. Und dieses Stil ist super. Wir behalten mal bei. 89%. Was genau ist der denn jetzt, der Stil? Weil da jetzt mal 2 hintersteht? Das ist Superstar-Punkte. Ah. Wenn du, ich weiß nicht, irgendwie ein Perfect abräumst, also kriegst du dann irgendwie Punkte drauf. So. Wo sind wir denn jetzt? Ist das Viertelfinale, Halbfinale? Warte mal, wie viele Shows sind denn noch? Viertelfinale, ne? Ja, Viertel. So. Oh, da war einer besser. Was bist du denn? Hast du eine traurige Lebensgeschichte oder warum hast du mehr Punkte als wir? Wie nochmal? Hä? Hä? Schon da. Was hat er denn jetzt? Kann ich das nochmal wiederholen? Ja, das wollen wir ja nicht. Mann, das findet Sinn. Mal die nächste Show. Also die eine hat ja schon 83%. Mhm. So. Jetzt wird's hart. So, wir bleiben so, ne? Ja klar, da haben wir ja den Bonus für. Da wollen wir jetzt fast mehr voll. Ja, komm. Das kauft uns aber keiner ab. Doch, natürlich, natürlich. Das kauft, hat auch damals Madonna keiner abgekauft, wer war. So, zack. So, wollen wir mal Madonna was Gutes tun. Boah. Da verklagt uns Madonna aber persönlich. Das ist ja dein Kanal. Ist mir egal, bin ich reich und berühmt. Das verkaufe ich dann wirklich nach RTL. So. Zack. Ei. Boah. Oh. Boah, ist das schlimm. Das hört sich so an, als würden wir nicht weiterkommen. Das war jetzt auch nicht deine beste Leistung. Oh, komm, jetzt nochmal alles. Yes. Jetzt nicht nachlassen. Komm. Natürlich. Zack. So, komm, das muss reichen. Puh. Ja.
Ich fürchte, heute hast du deinen Platz in der nächsten Runde verspielt. Was? Du brauchst ein paar Gesangsstunden. Knapp über Durchschnitt. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob du einen Platz unter den besten 10 verdienst, aber du warst heute besser, als ich erwartet hatte. Gut gemacht. Was? Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Es könnte knapp werden jetzt. Was? Was willst du? Du wirst es schaffen. Das heißt, ich bin nicht weiter, oder was? Doch! Was erzählt ihr denn alle? Ja, da ist der Blauhaarige, ist da total daneben gewesen. 93% der Links. Ja gut, ist ja egal. Kommen wir trotzdem ins Finale. Finale! Oh nee, halt! Also eine 80 brauchen wir. Eine 80 fürs Finale. Ja, minimal. Ja, wir das machen. 83, 93. Warte mal, wir können ja mal was Lustiges machen. Ja, genau. Gute Idee. Also über 74%. Also das Finale sollte... Oder? Also das Finale sollte drin sein. Komm, du machst das. Du schaffst das. So. Komm, wir bleiben so. Natürlich. Natürlich. Das passt ja sogar mal endlich. Dann lassen wir es mal knallen. Im Halbfinale. Und das ist ja auch mal endlich sowas wie Musik. Nicht den Rotz, den man sonst hier hat. Ja, kann ich mich nur anschließen. So, komm. So, jetzt ist schön, jetzt kommt's drauf an. Konzentrier dich. So, zack, 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 zack. Na, yeah. Mist. Sehr gut. Da, wum, wum, wum. Und? Sollte reichen. Gut möglich, dass du jetzt auf dem Rennen bist. Aber ich drück dir... Ich hau dir ein! Ja, ich würde dir so 6 oder 7 von 10 Punkten geben. Du bist nett. Aber einen Plattenvertrag gibt's nicht für unter 10. Superstar zu werden fordert vor allem Einsatz. Verbessere dein Timing und du schaffst es vielleicht. Was? Quatsch, komm. Reicht. Finale! So, weiter geht's gar nicht. So, jetzt gucken wir mal an, gegen wen treten wir? Gegen den... Ah, er ist weg. Ja, natürlich. Ja gut, wir haben ja die Score gesehen, so. Dann zeig mal die Performance. 85. Hatte ich jemals 85? Nein, ne? Jetzt musst du das Beste rausholen. Das 89 hatte ich da mal. Welchen Song? Ich weiß es nicht, aber... Vielleicht können wir den nochmal wählen. Nur für den Fall, dass wir ihn nochmal wählen können. Kannst du das anklicken? Ich guck mal. Werde ja sehen, wo wir es haben. Ne, alles neu. Waiting for Tonight ist... Suspicious Minds ist Elvis, ne? Komm. Machen wir J-Lo. Ja. Bleiben wir unserem Klischee treu. Ja. Jetzt konzentriere dich, ich will das Ding gewinnen. Dann schicke ich dich in den Dschungel. Ich gehe dahin. So, jetzt wird's spannend. Naja, du mir auch. Nichts passiert, weiter. Nein. Der Druck. Oh,
Ich nehme an, du weißt schon, dass wir dich nicht wieder einladen werden. Das ist auch schwierig in der letzten Sendung. Was? Gerade einem solchen Bescher. Furchtbar. Das lag entweder am Lampenfieber oder du hast was getrunken. Was? Geiler Spruch. Ja, 72% war, glaube ich, deine schlechteste Leistung. Ja. Findet die anderen Kandidaten besser? Ja. Wir haben es nicht geschafft. Und wir haben ein Passwort. Zweiter bei Deutschland sucht den Superstar. Das ja. heißt wirklich Dschungel. Ja, man muss doch eigentlich sonst der Erste hin. Ich gehe zum Bauer sucht Frau. Ja, das war Deutschland sucht den Superstar. Ein interessantes Game, um es mal so zu formulieren. Und wir gucken mal, was wir da noch so alles für schöne Sachen finden. Und wir werden was finden, da gehe ich ganz klar von aus. An meiner Seite der Dieter Bohlen der Let's Play-Szene. Der großartige MS-Standard. Es war geil, es war geil. Also Baby, du machst es nicht schlecht. Ja, aber das heute, das war einfach scheiße. Man muss mal einfach so sagen, das war scheiße. Ja, und ich habe heute den Thomas Anders gegeben. Und ja, das ist halt. Das ist halt nicht genug. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. An meiner Seite der großartige MS-Standard. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und gehe mich jetzt erstmal schämen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.